Und hier sind aus Brasilien Fátima Aparecida Garcia de Moura, genannt Edinha. Herzlich willkommen! Sie arbeitet für FASEL, das ist eine Kleinbauernorganisation. Sie berät Bauern, wie sie bestehen können im knallharten Kampf um die Flächen in Brasilien. Und sie hat noch jemanden mitgebracht. Das ist jemand, der schon lange in Deutschland unterwegs war als Brasilianer. Er hat nämlich in Osnabrück über Soja und Gentechnik promoviert. Und jetzt ist er Professor geworden in Brasilien und zeigt den Brasilianern, wie tolle ökologische Landwirtschaft ohne Gentechnik gehen kann. Professor Antonio Andreoli. Und weil Antonio so gut Deutsch spricht, halten Sie Ihre Rede zusammen, Portugiesisch, Deutsch, die beiden. Chedinha und Antonio, toll, dass ihr da seid. Bem-vindo. Nós viemos do Brasil para falar realmente o que se passa no Brasil, diferente do que diz ministro Blairo Maggi, o rei da soja, nessa semana aqui na Alemanha. O ministro Blairo Maggi, o rei da soja, quer negociar com Schmidt e outros ministros europeus sobre a pecuária, na qual a soja é a cultura principal. Maggi está muito interessado num acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. No Mato Grosso, onde eu vivo, o maior produtor de soja no Brasil, onde cerca de 13 milhões de hectares, com mais de 260 milhões de agrotóxicos em nossa cabeça, e nas quais sempre está a intoxicar as pessoas, o ambiente, o solo, o ar e até mesmo o leite materno. Há muitos casos de câncer nas pessoas provocada pelos agrotóxicos, principalmente glifosato, que vem de Bayer e Monsanto. E os territórios são sempre muito ameaçados, principalmente territórios indígenas e comunidades tradicionais. Estamos aqui para exigir que a União Europeia deixe de importar soja e carne do Brasil, enquanto atividades continuarem a contaminar o meio ambiente, o povo e não respeitar os direitos humanos. Precisamos no Brasil de políticas públicas que fortaleçam outras formas de agricultura, como a agroecologia. Portanto, queremos que nossa agricultura no Brasil possa produzir comida de verdade, sem agrotóxicos, sem contaminar o meio ambiente e sem matar as pessoas. E para isso, nós, as mulheres, temos um papel fundamental para que haja transformação da agricultura e que fortaleça a agroecologia. Muitas graças. Liebe Leute, wir sind hier aus Brasilien, um es anders zu berichten als das, was unser Landwirtschaftsminister diese Woche hier erzählt hat. Denn wir wollen eine andere Landwirtschaft. Wir wollen eine Landwirtschaft, die nicht die Artenvielfalt zerstört und nicht unsere Völker zerstört. Der sogenannte Sojakönig, größte Sojaproduzent der Welt, unser Agrarminister der Zeit, ist hier, um besondere Verträge mit Schmidt und anderen Ministern der EU abzuschließen. Es geht ihm im Grunde um die Unterstützung der Massentierhaltung hier, wobei die Soja eine entscheidende Rolle spielt. Er möchte auch sehr gerne die Verträge zwischen der EU und Mercosur vorantreiben.
In Brasilien zum Beispiel im Bundesland Mato Grosso, das ist der größte Sojaproduzent Brasiliens, wo auch Bleiromage Gouverneur war, werden jährlich 13 Millionen Hektar Soja angebaut. Dort werden 270 Millionen Liter Pestiziden eingesetzt, wie zum Beispiel Glyphosat, was von Bayer und Monsanto produziert wird. Die Pestizide verseuchen unsere Umwelt und vergiften unsere Menschen, verursachen Krebs, eine der größten Gesundheitsprobleme unserer Zeit in Brasilien. Diese Pestizide verseuchen sogar die Muttermilch. Wir haben die wissenschaftlichen Beweise dazu. Und es gibt keine effektive Kontrolle des Einsatzes von Pestiziden von Seiten der Regierung. Der Einsatz durch Flugzeuge zum Beispiel findet in der Nähe von Ansiedlungen statt, von Landlosen, von Kleinbauern, von traditionellen Gemeinden, von Indianerreservaten. Ganze Regionen werden zerstört und die Verdrängung von Bauern auf dem Land geht weiter voran. Die Zunahme der Agrarkonflikte, weniger lokale Nahrungsmittelproduktion bei uns, unser Wasser wird knapper und das hängt alles damit zusammen, mit der Form, wie die agrarindustrielle Landwirtschaft produziert. Zusammengefasst, je größer die Nachfrage nach Fleisch hier bei euch ist, umso mehr werden bei uns die Landkonflikte steigen. Umso mehr wird auch unsere Biodiversität zerstört. Wir wollen hier zusammen mit euch die EU auffordern, auch Deutschland, kein Fleisch und Soja mehr aus Brasilien zu importieren. Und dies, solange diese Art der Produktion mit Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen bei uns zusammenhängt. Wir wollen gleichzeitig eine Politik für eine andere Landwirtschaft. Wir wollen neue Formen der politischen Zusammenarbeit zwischen Ländern aufbauen. Denn wie ich es so schön in Bayern gelernt habe, weil alles irgendwie zusammenhängt. Wir plädieren gleichzeitig auch für die Agrarökologie, ein Thema, das jetzt hier sehr gut ankommt. Aber nicht nur als Wissenschaft, sondern auch als eine starke Bewegung, die Bauern und Bäuerinnen weltweit vereinigen kann. Dazu sind wir hier und Frauen haben eine besondere Rolle in diesem Prozess des Übergangs. Guten Kampf und bis bald. Danke, herzlichen Dank. Danke, Cinea und Professor Andrioli. Aus Brasilien.